Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Heute möchte ich euch gerne meine Osram HQL mit 50 Watt zeigen. Wie man hier gut erkennen kann, ist es noch eine mit der älteren Kolbenform. Ich habe hier nochmal zum Vergleich eine modernere 50 Watt HQL geholt. Man kann auch sehen, der Stempel ist nicht auf der Spitze, sondern auf der Seite des Kolbens. Und der Kolben ist mehr elliptisch geformt. Das Bariumgitter, was man hier sehen kann, das was spiegelt, ist bei der älteren nicht vorhanden. Sie wurde in Deutschland produziert, in Berlin-Spandau im Jahre 1980, Januar oder Juli. Der Stempel ist auch noch sehr gut erhalten. Wie man hier erkennen kann, ist sie nur einzeln bezündet. Das bedeutet, sie hat nur eine Zündelektrode und nicht zwei, wie bei älteren Quecksilberdampflampen der Fall ist. Häufig. Möchte ich euch noch die Verpackung zeigen. Das ist noch die aus der alten Epoche vor dieser hier. Das ist, glaube ich, noch die Epoche der 80er Jahre. Hier drauf geschrieben steht, Lampe nur mit Vorschaltgerät betreiben. Betrieb der Lampe ohne oder mit beschädigten Außenkolben ist unzulässig. HQL 50 Watt, made in Germany. Was bei dieser Verpackung leider der Fall ist, ist, dass dieser Streifen mit Informationen abgeht. Das kommt daher, dass der Kleber für diesen Streifen nicht so lange hält. Denn solche Verpackungen sind eigentlich nicht dafür gedacht, lange gelagert zu werden. Denn normalerweise werden solche Lampen nach dem Kaufen aus der Verpackung entnommen und sofort in die Leuchte eingeschraubt und nicht groß eingelagert. Deswegen ist dieser Klebstoff nicht dafür ausgelagert, dass er mehrere Jahre halten kann. Was bei Quecksilberdampflampen sehr wichtig ist, ist, sie mit einem Vorschaltgerät zu betreiben. Das ist dieses hier. Das ist ein gewickelter Kupferdraht, der sich unter diesem Papier befindet, mit einem Eisenkern. Und die erzeugen dann eine gewisse Spannung, die für die Quecksilberdampflampe gut ist und nicht zu viel. Das Vorschaltgerät ist von der Marke Schwabe aus Urbach. Das ist ein Typ Q80-50 Watt. Für Osram oder Philips Lampen, made in West Germany, also Westdeutschland. Das Vorschaltgerät wurde vor der Wende gebaut. Ja, gut. Was man hier schlecht erkennen kann, aber das Vorschaltgerät ist so angeschlossen, dass ich mit diesem Schalter hier, wenn er auf dieser Position steht, ist das Vorschaltgerät auf 50 Watt. Wenn ich den jetzt drücken würde, also so, ist er jetzt für 80 Watt. Aber wir brauchen keine 80 Watt für eine 50 Watt Quecksilberdampflampe, weil das zu viel Spannung wäre. Deswegen schalten wir sie auf 50 Watt. Schraube ich sie mal ein. Was man bei Quecksilberdampflampen auch beachten sollte, ist, dass man sie putzt. Denn es ist nicht so gut, Fremdkörper wie Staub oder generell Dreck auf solch einer Lampe zu haben. Auch schon bei kleineren Wattagen, wie hier eine 50 Watt, welche die kleinste ist, bei europäischen Quecksilberdampflampen.
trotzdem schon eine Betriebstemperatur von an die 175 Grad erreicht werden am Außenkolben. Deswegen sollte man lieber sie putzen, bevor da sich Staub einbrennt. So, jetzt werde ich mal das Zimmer verdunkeln, dass man das Leuchten besser sehen kann. So, ich werde jetzt zünden. 3, 2, 1. Hier am Start erkennen wir jetzt die schöne rosane Argonentladung. So. Jetzt geht das Leuchtmittel von der Argonentladung in die Quecksilberentladung über. Das kann man sehr gut sehen, dass sie nicht mehr rosa leuchtet, sondern jetzt kaltweiß. Das leichte Flackern kommt nicht davon, dass das Leuchtmittel entweder kaputt ist, sondern von den 50 Hertz Netzfrequenz. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass eine Quecksilberdampflampe mit 50 Watt nur 1800 Lumen durchschnittlich hat. Und das ist nicht so viel. Deswegen nicht wundern, wenn das auf der Kamera relativ dunkel rüberkommt. So, nun hat sie annähernd die volle Helligkeit von 1800 Lumen erreicht. Was man hier sehen kann, ist das ungefilterte Licht, was hier unten durch den Teil des Kolbens, der nicht mit Leuchtstoff beschichtet ist, rausscheinen kann. Das grüne türkise Licht gibt es auch bei klaren Quecksilberdampflampen, genannt werden sie HQA, in denen der klare Außenkolben nur solches Licht durchlässt. Diese sind leider sehr selten.
und auch wenn man sie findet, sehr teuer. Deswegen habe ich selbst nur eine, aber die ist leider defekt. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, solche selbst zu machen. Aber so empfehlenswert ist das nicht, weil dann meistens noch Rückstände in der Lampe drin sind und es sieht nicht so schön aus, meiner Meinung nach. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden. So, dann werde ich sie jetzt auch mal wieder ausschalten. 3, 2, 1. Das Glühen, was man gerade eben noch im Kolben erkannt hat, ist das Glas des Brenners, welches wegen der hohen Temperatur, die darin erreicht wird, zu glühen anfängt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ciao.